Hallo, ich bin die Sabrina und ich bin gerade für Schott Ceran unterwegs in Berlin und wir lernen heute den Julian kennen und Kaffeeform. Los geht's. Hallo Julian, ja. Ich bin die Sabrina. Hallo Sabrina. Was machen wir denn heute Schönes? Wir schauen uns heute an, wo wir die Espresso-Tassen, die ich jetzt seit 2009 entwickelt habe, verpacken, verschicken, zum Teil den Kaffee vertrocknen, uns neue Produktideen an. Probieren vielleicht auch einen Espresso später. Wow, wir sehen hier wirklich einen Riesenberg Kaffee. Wie viel ist denn das und wo kommt das denn her? Hier sind ungefähr 300 Kilo Kaffeesatz. Okay. Das ist ein vakuumierter Kaffeesatz, getrocknet, ganz wichtig. Kaffeesatz fängt so schnell an zu schimmeln und deshalb trocknen wir den sofort schonend am gleichen Tag in Dörröfen trocken. Und dann wird er noch luftdicht verpackt in diesen Beuteln, damit wir den bestens lagern können für die Produktion. So Julian, was uns natürlich brennend interessiert ist, wie kommst du zu diesem Kaffeepulver? Ich gehe mal davon aus, du wirst es nicht selber trinken oder doch? Mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile ist es extrem angestiegen. Ich sammle mit dem Team ungefähr 15 Kilo Kaffeesatz am Tag. Das ist das, was 4 Kaffees so im Schnitt an Kaffeepulver haben. Wow, und wie darf ich mir das vorstellen? Ihr geht dann wirklich in Cafés und fragt danach, ob ihr das, den Kaffeesatz haben könnt und die geben euch das. Die Cafés freuen sich. Es gibt eigentlich keine Verwendung groß dafür. Es wird normalerweise entsorgt. Wir holen das dann bereits in Eimern verpackt ab, stellen dann neue leere Eimer auf und holen den tagtäglich direkt ab. Ich wollte von dir wissen, bist du überhaupt draufgekommen? Also ich habe Produktdesign studiert in Italien, ganz viele Espressi getrunken, kam auch nie ohne einen Espresso in die Uni und hatte dann das Gefühl, Mensch, aus dem Kaffeesatz müsste man doch was machen können. Habe dann gefragt, ob es da schon Verwendungsmöglichkeiten gibt. Gab es nicht, der wurde weggeschmissen. Hab mir dann einfach einen 6-Kilo-Sack, das ist so circa, was da am Abend anfällt, mitgeben lassen und dann angefangen damit zu experimentieren. Okay. Daraus ein Projekt gemacht und das immer weiter verfolgt. Okay, das ist schön. Ich probiere mal. Ja. Na schön, wie der hier vorne steht. Ich finde es klasse. Ich bin auch total erstaunt darüber, wie leicht die Tassen sind. Dann danke ich dir, dass du da warst. Das war es von uns heute. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir, wahrscheinlich kennengelernt zu haben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.